Ja, wir sind hier, um darauf hinzuweisen, dass es eine absolute Katastrophe ist, dass in Zeiten der Klimakrise immer noch wertvolle Ökosysteme, etwa in Südamerika, geopfert werden, um dort Soja anzubauen. Wir haben hier einen Frachter, der Soja aus einem Gebiet gebracht hat, in dem Jahr für Jahr die artenreichste Savanne der Welt zerstört wird, um dort Soja anzubauen. Wir brauchen dafür dringend ein Lieferkettengesetz, das sicherstellt, dass alle Unternehmen Transparenz herstellen, damit dieses Soja aus der Lieferkette verbannt werden kann. Wir müssen aber natürlich letztendlich aus der Abhängigkeit von Sojaimporten komplett weg.